da war es irgendwie leise und so. Das ist zu laut hier. Die muss ja, dann muss sie, dann macht sie einen Tonschnitt, ja, und dann hat sie irgendwie einen Musiksprung. Ja, 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 die wird. Die, das, die killt euch. Ja, ich sag, was habt ihr euch da eigentlich gedacht? Ja. Ja, die Ecke ist ganz schön auf der einen Seite, aber. Ja, ich sehe. Du bist verliebt in diese Ecke, ich weiß ja. Die ist ja auch. Das ist ja auch. Also schöner wäre es, wir würden uns bewegen können. Ja, ja, also dass wir auch alles vergessen um uns herum. Oder sitzen. Ich meine, wir sind hier zwar in Movie World, aber eigentlich wollen wir es ja vergessen. Ja, ja. Wir wollen ja vergessen. Im Movie World von Warner Brothers mit Helmut Kostart. Er, der Held des anderen Kinos, hatte sich diesen Ort für unsere Dreharbeiten selber ausgesucht. Aber es war gar nicht so einfach, eine ruhige Ecke für unser Gespräch zu finden. Wir wollten die Frage erörtern, wie die Bedingungen und die Zukunft für unsere Filmarbeit aussehen könnten. Ja, sowas finde ich toll. Das, ich meine, wir machen das viel zu wenig. Ja. Viel zu wenig. Weil es ist ja unsere einzige Chance, wenn wir überhaupt noch Film machen. Ja. Ja, so aus dem Stand. So kann man arbeiten. Ne? Also die ganze Idee von damals, die lebt nach wie vor, glaube ich. Also diese Sehnsucht, mit dem Film wirklich leicht umzugehen, ohne diese ganzen kommerziellen Zwänge, ohne jetzt auf ein Weltpublikum schielen zu müssen. Ja? Helmut Kostart, ein Freund von mir, den ich noch aus der Brüderstraße in Hamburg kenne. Dort waren wir uns 1965 aufgefallen wegen unserer Haare. Locken eben. 1977 lädt Helmut Kostart Jean-Luc Godard nach Hamburg ein und dreht mit ihm den Film Der kleine Godard. Darin entwickelt Godard die Idee für ein Filmprojekt mit dem Titel Ist es möglich, in Deutschland Filme zu machen? Bitte rein. Zusammen gehen sie zum Norddeutschen Rundfunk. Godard erhofft sich vom Sender die Zusage über eine Summe von 500.000 D-Mark. Monsieur Godard, das Hauptproblem ist für mich, dass ich zwar von Ihrem Namen gehört habe, Ihrem Interesse, dass Sie herkommen wollen, und das war zwar genug für mich, aber ich, um was es praktisch gehen könnte, weiß ich nicht. Und was wir wirklich in diesem Zusammenhang für Sie tun können. Wie ist denn das zeitlich? Wann würde Herr Godard kommen nach Hamburg? Ja, das würde ja. Ach so, das hängt alles daran. Der NDR ist praktisch der Schrittmacher in dieser ganzen Geschichte. Aus der Zusammenarbeit mit dem Sender wird natürlich nichts. Godards Fragestellung aber: Kann man in Deutschland Filme machen? Autorenfilme? Diese Frage bleibt aktuell. Tout le monde demande toujours des papiers ou comme ça. Moi, j'ai jamais fait de film avec beaucoup d'argent comparé à d'autres, parce que j'ai toujours accepté de faire avec ce qu'il y avait. Les gens m'ont toujours dit. Je connais peu de producteurs. Moi, j'ai à la Norddeutsche Rundfunk aussi, je demanderais, mais qu'est-ce que vous offrez? Avec ce que vous offrez, voilà ce que je peux faire. Mm-hmm. Mais s'ils me disent qu'est-ce que vous voulez faire, moi je dis rien.